Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und checkt mal die Nearby-Liste. Da sitzt einfach ein wildes Glurak und zwei wilde Flamara da und da und da. Und hier sitzen aber auch noch zwei Griffel. Na, geh mal zurück. Tippen mal kurz die Griffel an. Vielleicht haben wir noch ein Shiny dabei jetzt live auf Kamera. Das wär's natürlich. Nee, leider nicht. Aber darum geht's auch nicht, denn wir wollen uns erstmal für das Go-Fest in Dortmund anmelden bzw. registrieren für die Verlosung der Tickets. Wer das noch nicht gemacht hat, sollte das unbedingt noch machen. Das ist auch ganz einfach. Seit gestern 16 Uhr ist das ja offen. Ihr müsst einfach nur auf euren Pokéball. Dann habt ihr hier Events. Wenn ihr auf den Event-Button geht, dann seht ihr, was alles verfügbar ist, nämlich das Go-Fest in Chicago. Vom 13. bis 16. Juli und unten drunter jetzt neu vom 4. bis 7. Juli das Go-Fest in Dortmund. Hier oben habe ich das alles schon mal gemacht, hatte ich ja auch ein Ticket bekommen, deswegen steht da auch jetzt da, du nimmst teil. Und hier unten müssen wir uns jetzt registrieren, an Verlosung teilnehmen. Das ist ja eigentlich alles ganz easy, ihr drückt euch dann nur durch, nochmal an Verlosung teilnehmen. Nochmal an Verlosung teilnehmen und nochmal auf Weiter und dann habt ihr es im Prinzip geschafft. Nochmal auf Fertig und schon, du nimmst an der Verlosung teil, also vier einfache Schritte, einfach nur 10-mal dasselbe drücken, dann seid ihr dabei, dann seid ihr in der Verlosung. Und wenn ihr dann gezogen werdet, ihr werdet ja per E-Mail benachrichtigt, nur kriege ich per E-Mail sowieso nichts mit. Das war beim letzten Mal auch schon so. Ich habe nur durch Zufall, als ich nochmal auf den Event-Button gedrückt habe, stand dann eben nicht mehr, du nimmst an der Verlosung teil, sondern Tickets beanspruchen. Und da wusste ich, okay, scheinst wohl gezogen worden zu sein. Und da konntet ihr dann die Tickets kaufen. Das haben wir jetzt gemacht. Okay, sehr coole Sache. Jetzt heißt es wieder ein paar Tage warten und dann mal gucken, wann die erste Welle kommt, die zweite Welle. Und solange bis alle Tickets eben weg sind, die werden ja im Wellensystem dann ausgelost und rausgegeben. Aber was ich heute noch Besonderes für euch habe, ist ein Glückstrade, ein garantierter Glückstausch. Und das finde ich so genial. Dafür muss ich aber mal den Account wechseln. Deshalb bin ich gleich wieder zurück und dann sehen wir mal, was es da Besonderes gibt. Ich sehe sogar hier auf dem Account, der hat nämlich noch keinen, sind sogar zwei Glurak in der Nähe. Da sind zweimal die Schatten und zweimal Glurak zu sehen. Also eigentlich müsste man jetzt da rausrennen, müsste sich gleich 40 Glumanda-Bonbons sichern. Und vielleicht hat man ja gleich noch ein dickes, fettes Glurak dabei. Aber wir haben ja keine Zeit, deswegen wollen wir euch was anderes zeigen. Und zwar sind wir jetzt hier bei der Super Sani, wie ihr seht. Da ist was ganz Cooles passiert, die hat nämlich einen Glücksfreund, aber ein Glücksfreund ist ja nicht cool genug, also hat sie zwei Glücksfreunde, nein, sie hat drei, und zwar ist sie Glücksfreund mit Ivar Kids, Ivar Mild und Ivar Soft, Ivar Scharf nicht, denn da ist das Geschenk im Weg, wie man sieht. Aber wir wollen jetzt auf jeden Fall einen Glückstausch machen mit Ivar Kids. Denn das haben wir jetzt die ganze Zeit aufgehoben und ewig vor uns hingeschoben. Und da kann ja dann nichts mehr passieren. Und viele haben ja auch gefragt immer, kann man denn mehr als einen haben oder muss man den dann wegmachen, dass man irgendeinen anderen wieder dazu bekommt? Nein, muss man nicht. Ihr seht es also nochmal ganz deutlich. Ihr könnt drei gleichzeitig haben. Vier sicherlich auch, aber da möchte ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und einfach sagen, dass ihr vier haben könnt, denn wenn ihr dann wirklich nur drei haben könnt, dann hat der Ramses wieder mal Mist erzählt. Drei ist auf jeden Fall möglich, das seht ihr hier, das ist der Beweis. Wir machen jetzt hier einfach mal einen... Oh, sieht das schön aus, oder? Wir machen jetzt einfach mal hier einen Lucky Trade mit Ivar Kids, hoffe ich. Müssen wir kurz hier drüben suchen. So, wir suchen mal einen Kyogre raus, denn Kyogre ist ja ein richtig cooles Wasser-Pokémon. Und da habe ich auf dem kleinen Account auf jeden Fall noch kein gutes, würde da aber auch eins maxen, weil man das ja oft zum Angreifen nutzt. Dafür gebe ich dem anderen einfach ein Mewtwo. Mewtwo, auch richtig gutes Teil.
sehen wir jetzt hier. Also das eine seht ihr ja sowieso, das andere dann eben nicht. Jetzt habt ihr hier also zwei Stück. Einmal das Mewtwo, einmal das Kyogre. Und die werden wir jetzt einfach hier miteinander tauschen. Vielleicht hätte ich so zeigen sollen. Da sieht es noch besser aus, wenn man das denn sieht. Denn hier spiegelt alles. Wir bestätigen mal, gehen mal hier drauf. Den Trade hier unten seht ihr ja sowieso. Den anderen versuche ich mal gleichzeitig mit hier einzublenden, dass ihr eben beide zueinander habt. Und dann checken wir nochmal die IV aus und gucken mal, ob das was richtig Krasses geworden ist. So, den da drüben gucke ich mir jetzt noch gar nicht an. Erstmal hier. 23,14, okay, das ist von 23, glaube ich, auf 23,14, ist auf jeden Fall besser geworden, aber 23,51 hätte es gebraucht, Verteidigung wirklich hoch, geht also noch besser, aber wir haben erstmal ein günstiges zum Hochziehen. Und was hat unser Mewtwo gemacht, das wollen wir uns jetzt auch mal angucken, das ist jetzt bei 23,50. 23,50 hat auf jeden Fall den besten Satz KP, Angriff, Verteidigung, wirklich hoch. Alle drei Werte gleich und dementsprechend entweder auf 13 oder auf 14, denn das kann ja beides wirklich hoch sein. Boah, geht natürlich auch besser, aber Mewtwo ist ja sowieso gut. Selbst wenn er 0,0,0 hätte, wäre er immer noch krass. Deswegen gönnt euch Mewtwo. Jeder sollte auf jeden Fall ein Mewtwo gemaxt haben. Konfusion und Flammenwurf. Flammenwurf natürlich richtig behinderte Attacke. Die machen wir gleich mal weg. Und gucken mal, Fokusstoß. Ja, das könnten wir reinnehmen. Wir machen aber auch oben erstmal Psychoklinge. Und unten, wir würfeln nochmal. Denn wir brauchen... Ja, machen wir einfach ein Psycho-Set. Obwohl, nein, wir nehmen Eis. Eis oder Blitz. Was zuerst kommt? Entweder Eis... Fokusstoß. Oder Blitz. Was kriegen wir zuerst? Psychokinese. Gut, wir wechseln einfach noch fünfmal. Wir haben noch TMs. Da ist auch wieder Platz im Beutel. Fokusstoß. Ja, ich glaube, der kann nur zwei Attacken. Ach nee, Flammenwurf hat er ja auch noch gehabt. Und wieder Psychokinese. Das wird spannend los. Und Eisstrahl ist es geworden. Ein eisiges Mewtwo. Mit Eisstrahl 2x90, also 180 und damit also besser als Psychokinese mit 100. Aber leider nicht vom Same Type Attack Bonus, braucht man aber nicht. Ein Mewtwo mit Psychoklinge, Eisstrahl, das lassen wir jetzt so. Und da freut sich das Pupsi bestimmt, dass sie jetzt so ein nices Mewtwo auf dem Account hat. Hier können wir auch nochmal gucken und mal das Griffel antippen, was auch kein Shiny ist. Aber egal, habt ihr schon einen Shiny Griffel? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Und vor allem, wie viele Glücksfreunde habt ihr bis jetzt schon gehabt? Und wie viele hattet ihr gleichzeitig? Das ist natürlich auch interessant. Schreibt das auch mal in die Kommentare. Und ja, dann war es das für heute erstmal fix. Vielleicht komme ich morgen endlich dazu, mal diesen Zuschauerwunsch hochzuladen, den ich schon seit 100 Jahren fertig habe. Aber das seht ihr dann. Das war's aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal einfach wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, jetzt geht die Sonne weg, euer Ramses.